Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Sammelkartencheck. Heute möchte ich mit euch über 10 Karten sprechen, die sich im mittleren Preissegment befinden, also zwischen 20 und 100 Euro und mit denen man die Sammlung werttechnisch wie optisch extrem aufwerten kann. Und welche 10 Karten das sind, das erfahrt ihr nach dem Intro. Ja, ein herzliches Willkommen zur zweiten Folge unserer kleinen Reihe, die wir hier im Format Sammelkartencheck an den Mann bringen, wenn man so möchte. Ihr erinnert euch vielleicht an die letzte Folge, dort ging es um 10 günstige Karten, mit denen man seine Sammlung eben aufwerten kann oder seine Sammlung einfach verschönern kann, denn es gibt so viele Karten, die so schön aussehen und gar nicht teuer sind, aber es gibt natürlich auch so viele Karten, die sehr schön sind und doch ein bisschen was kosten und um die kümmern wir uns heute. Die Karten, die ich euch heute zeige, die sind jetzt nicht übermäßig teuer, sodass man sie sich gar nicht mehr leisten kann. Sie sind aber auch nicht billig, also auch nichts für die wirklich schmale Geldbörse. In der letzten Folge war ja die teuerste Karte oder lag die teuerste Karte bei in etwa 20 Euro. Und ich schaffe hier einen quasi beinahe nahtlosen Übergang mit Platz Nummer 10 und zwar der Nummer 11, Großes Auge in Ultimate Rare aus dem Astralpack 6, Niermint und in deutscher Sprache, deren Wert 22 Euro beträgt. Dementsprechend das günstigste Exemplar dieser Folge, ist eine extrem schöne Karte, gab es in vielen unterschiedlichen Raritäten aus dem Rayel Omega Pack in Ultra Rare, da war sie auch die wertvollste Karte aus dem Set damals, heute noch ein Euro wert aus dem Set. Dann gibt es dies ja noch in Secret Rare aus dem Originalset und eben hier natürlich auch jetzt in Ultimate Rare aus dem Astral Pack. Und ja, zu Bestzeiten ging diese Karte, glaube ich, 30 bis 40 Euro. Das Exemplar wurde mir übrigens geschenkt. Vielen Dank an den Spender an der Stelle. Es gab dazu, glaube ich, nie ein Video, weil wegen einer Karte mache ich kein Video. Ist halt so. Auf jeden Fall eine mega, mega coole Sache. Und ja, ist ein schönes Artwork. Ich meine, das Monster ist ja wirklich schlicht im Prinzip bloß ein Kegel mit einem Kringel außenrum und einem, ja, eine Aussparung obendran, also ist jetzt kein äußerst innovatives Artwork, aber die Schlichtheit macht es nun mal manchmal. Und auch der Hintergrund sehr schön und das Gesamtbild einfach sehr, sehr stimmig. Wertet natürlich die Sammlung, wenn ihr euch diese Karte kauft, extrem auf. Und es ist natürlich eine Ultimate Rare aus einem Astral Pack. Und da Ultimate Rares ja nicht mehr geprintet werden, also quasi vom Markt sind, aus normalen Hauptsets natürlich, wird der Wert dieser Karten immens steigen in den nächsten Jahren. Denn, wie wir wissen, werden Ultimates ja nur noch in den OTS Tournament Packs geprintet und dementsprechend sind Ultimate Rares Karten, die im Laufe der Jahre einfach an Nachfrage gewinnen werden. Und speziell Karten aus diesem Set noch wesentlich mehr als Ultimate Rares aus normalen Booster-Sets. Es gibt natürlich Ausnahmen wie Black Rose Dragon, Stardust Dragon. Das sind Karten, die gehen eine Menge, vollkommen klar. Aber speziell aus älteren Sets, so GX und Ende Duel Monsters-Ära, gibt es viele, viele Spam-Ultis, die heute kein Mensch mehr sehen kann und die im Preis auch wahrscheinlich in den nächsten Jahren nicht sonderlich steigen werden. Aber dazu gehört die ja nicht. Auf jeden Fall, das hier ist eine Karte, das ist auch in gewisser Weise eine Wertanlage. Also Yu-Gi-Oh! Ist in meinen Augen nie wirklich eine Wertanlage, aber diese Karte hat auf jeden Fall Tendenz zu steigen. So, Platz Nummer 10, Nummer 11, Großes Auge. Platz Nummer 9, ein alter Klassiker, und zwar Großschild Wache aus dem Tournament Pack 5 in Super Rare hier in deutscher Sprache. Wichtig. Es gibt ja zwei Arten von Sammlern. Es gibt die Sammler, die sagen, jo, ich will halt die Karte haben. Denen empfehle ich ganz dringend die englische Karte, ganz bewusst die englische Karte zu nehmen. Warum? Weil die ungefähr 60 Euro günstiger als die deutsche ist. Denn die englische ist in etwa, ja, 25 Euro wert, bekommt man schon ab 25 Euro. Die deutsche wiederum geht mal locker flockig ab 85 Euro los. Beide Preisklassen befinden sich im Rahmen dieser Folge noch im mittleren Preissegment und dementsprechend ist es ja wurscht, aber es gibt natürlich auch die andere Art von Sammler, die sagen, ja, es muss die deutsche sein, es muss die wertvollere von beiden sein und dann ist natürlich die deutschere absolut alternativlos, wie unsere Bundeskanzlerin sagen würde. Ja, an der Stelle sehr, sehr coole Karte, braucht man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Gibt es auch in Ultra Rare aus einem Originalset und ja, braucht man, glaube ich, keinen weiteren Kommentar mehr zugeben. Sehr, sehr schöne alte Karte, mit der man auch seine Sammlung aufwerten kann.
Weiter geht's mit dem Kaliber-Lade-Wilddrache. Ja, das ganze Rocket, Topologic und Kaliber-Lade-Thema, das gehört ja irgendwie alles so ein bisschen zusammen, finde ich mega nice. Vor allem die Topologics und die Kaliber-Lade-Drachen sind mega nice. Die einzigen, die ein bisschen schwächeln, sind die Raketen, diese ganzen Effektmonster, diese Basismonster quasi. Da gibt's einige, die sind nicht so cool. Also es gibt ein paar, die sind schön, speziell dieser silberne mit den zur Abwechslung violetten Flügeln gefällt mir extrem gut. Der kommt ja aus dem Structure-Deck. Ich weiß jetzt aktuell weder, wie der Structure Deck heißt, noch wie der Drache heißt, aber ihr wisst, glaube ich, von welchem ich rede. Ein wunderschönes Artwork. Und ja, aber jetzt geht es ja um den Kaliber-Lade-Wilddrache. Die Karte war die Coverkarte aus Zavastrike und ja, ging damals mit 15 Euro Wert ins Rennen. Diesen Wert hat die Karte jetzt beinahe verdoppelt. Sie liegt aktuell bei 26 Euro und ich denke, das ist ihrer Spielbarkeit geschuldet. Denn übermäßig selten ist die Karte jetzt auch nicht an der Stelle. Und wenn ihre Spielbarkeit irgendwann oder ihre Relevanz im Game irgendwann nicht mehr so groß sein sollte, ich weiß es ja nicht, wird natürlich auch der Wert in den Keller gehen. Dementsprechend ist das jetzt hier eine Karte, die wohl nur temporär hier sein wird in dieser Folge. Wenn ihr diese Folge wahrscheinlich in 2 Jahren anguckt, dann wird diese Karte hier in dieser Folge wohl total veraltet sein. Aber darum geht es nicht. In diesem Fall geht es tatsächlich darum, dass diese Karte extrem schön aussieht. Sie wertet halt eure Sammlung optisch sehr, sehr gut auf. Auch wenn man mal was Moderneres drin haben möchte. Und wenn man mal nicht alles mit Oldschool-Zeug zupferchen möchte. Ich persönlich, ich bin ja Oldschool-Fan. Wirklich, ich bin Retro-Fan, ich bin Duel Monsters und GX-Fan. Von Kindheitstagen an. Aber ich kann es mittlerweile nicht mehr sehen. Wirklich. Da gibt es da einen auf YouTube, du willst dir eine Sammlung angucken. Ich bin so ein Typ. Ich gehe mal auf YouTube und mich interessieren keine Deck-Profiles. Mich interessieren auch keine Bandlist-Diskussionen. Mich interessieren Sammlungen. Ich schaue mir gerne Sammlungen auf YouTube an. Und dann gebe ich ein, hier, keine Ahnung, meine YouTube-Sammlung. Gott, meine YouTube-Sammlung, genau. Top Julian. Meine Yu-Gi-Oh!-Sammlung. Und es kommt nur Oldschool, LOB, das ganze Set in First und A und O sind hier und O und 3 Trihorn Dragon und O. Ja, schön, ich hab's auch. Ich kann's nicht mehr sehen, es tut mir leid. Gibt's denn nichts anders mehr? ja, es ist anderes Thema. Ich schweife ab. Auf jeden Fall hier Kaliber-Lade Wilddrache auf Platz 8. Kommen wir zu Platz Nummer 7. Platz Nummer 7 ist K-Maze aus WP11. Diese Karte wertet eure Sammlung in mehrfacher Hinsicht auf. Zum einen hat es ein schönes Artwork, ein sehr einzigartiges Artwork, und sie kommt aus einem sehr besonderen Set, nämlich aus dem World Championship 2011 Promo Pack. Da gibt es dann noch eine andere, KMS 2. Zu der kommen wir dann auch gleich, ist ja auch vollkommen klar, dass die dann als nächstes kommt. Und dementsprechend handeln wir die beiden auch relativ knackig ab. Zur zweiten muss ich, glaube ich, auch nicht viel sagen. Der Wert liegt so zwischen 40 und 45 Euro bei der Karte. Und die Karte wertet eure Sammlung auch dahingehend auf, dass es wirklich was Besonderes ist. Es ist etwas, das man halt nicht besonders oft sieht und wenn, dann meistens in einem schlechten Zustand, zumal auch die Karte von der Druckqualität und von der Pappqualität damals nicht sehr gut war. Also diese ganzen Karten aus dem Set, so wertvoll die auch sind, waren wirklich keine guten Prints, Leute. Es waren keine guten Prints, glaubt mir. Okay. Also hier Platz Nummer 7 K-Maze, Platz Nummer 6 vollkommen klar, K-Maze 2, brauche ich nicht viel zu sagen, da müsste ich mich jetzt wiederholen, weil zu der Karte gibt es nicht mehr zu sagen als zu der. Außer vielleicht, dass mir optisch K-Maze 2 sogar noch einen Ticken besser gefällt als der normale K-Maze. Platz Nummer 5 ist Gamma-Schwert. Ja, eine Karte, die mich immer wieder mit einem lachenden und einem weinenden Auge zurücklässt. Denn Gamma-Schwert habe ich damals angeboten bekommen, als sie noch 7 Euro ging. Ich glaube, ich weiß nicht, wie viele es waren, 9, 10 Stück. Und ich habe mir gesagt, nee, komm, lasse liegen. Das ist eh eine Billo-Karte aus den Tournament-Packs. Die kaufst du wann anders. Ja, jetzt ist sie auch ungefähr 43, 44 Euro wert. Hat also einen enormen Anstieg zu verzeichnen. Und ist natürlich eine unglaublich schöne Ritualmonsterkarte. Und aufgrund meines Fehlverhaltens ist das hier bis heute das einzige Exemplar, das ich von dieser Karte besitze. Da werde ich mal dran arbeiten müssen, dass ich da mehr von herbekomme. In der Ritual-Zauberkarte kann ich mittlerweile schwimmen gehen, aber die ist ja für mich aktuell so ein bisschen rotes Tuch. Deswegen handeln wir die auch ganz schnell ab, bevor ich hier noch meine Ausraster schiebe. Auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte. Wertet die Sammlung einfach auch aufgrund ihres Sets auf. Sie kommt aus einem sehr besonderen Set. Ist mit 43 Euro für eine Tournament-Pack-Karte sogar noch relativ günstig. Es gibt Karten, da zahlt ihr das 5-6-fache für. Und für jeden Oldschool-Fan natürlich ein absolutes Muss. Dementsprechend auch für mich. Weiter geht's mit Platz Nummer 4. Und Platz Nummer 4 ist Spellbook of Power.
Hier jetzt die englische Variante. Spellbook of Power besitze ich tatsächlich auch noch nicht so oft. Insgesamt 4-mal. 2-mal in Englisch, 2-mal in Deutsch. Und hier ist auch der Preisunterschied wieder enorm. Die englische Variante hier aus dem Astral Pack 2, die kostet so um die 60-70 Euro. Wenn man Market glauben darf. Bei der deutschen Variante geht es dann mal mit 200 Euro los. Mich hat es ja sowas von vom Hocker gehauen, dass ich da recherchiert habe. Allerdings gibt es aktuell nur relativ wenig Angebote auf Market bezüglich dieser Karte. Und dementsprechend ist natürlich auch abzuwägen, ob das denn mit den 200 Euro in der deutschen Sprache so ein realistischer Preis ist. Das. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Leute, wirklich. Aber hier auf jeden Fall die englische, so 60-70 Euro, das ist safe, da gibt es wirklich einige Angebote für. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Karte und wer die Bücher sammelt, sowieso ein absolutes Muss. Und hier in Ultimate Rare sowieso mega cool. Ich glaube, in Return of the Duelist war der Original-Print in Common. Und ja, wir sind uns natürlich absolut einig, dass hier in Ultimate Rare viel, 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 viel besser aussieht. Kommen wir zu Platz Nummer 3. Ja, Call of the Grave. Eine Karte, die mal richtig viel wert war. Die ging straight auf die 90 Euro zu. Eine Karte, die auch kaum einer auf dem Schirm hatte. Sie kommt aus dem Tournament Pack 2, dem wohl seltensten Tournament Pack von allen, die damals erschienen sind. Und war auch tatsächlich eine der etwas teureren Karten dieses Sets. Wer hätte es gedacht? Und ging damals fast 90 Euro, ist dann richtig hart abgestürzt auf 60 und ich glaube, sie bewegt sich aktuell so wieder gen 80, wenn mich nicht alles täuscht. Und ist natürlich für jeden, der diese ganzen Packs sammelt. Es gibt ja Leute, die sammeln diese ganzen Tournament Packs, Turbo Packs, Champion Packs und so weiter, bis OTS Tournament Packs. Und also diese ganzen Turnierbooster halt, dementsprechend auch diese WP Booster. Und für die ist das natürlich ein absolutes Muss. Sorry, meine Grammatik ist heute irgendwie ein bisschen... in Super Rare sehr, sehr schön und die bekam ja dann den Reprint mit Anti-Raigeki in der Legendary Collection Kaiba, Gott sei Dank in Secret Rare, also einer anderen Rarität. Und somit wurden diese Karten, die tatsächlich immer nur für die große Geldbörse oder für die mittelmäßige Geldbörse erschwinglich waren, auch der breiten Masse zugänglich, die sich vielleicht nicht so viel leisten konnten. Allerdings haben diese Reprints dem Wert der Originalen doch sehr, sehr geschadet. Kommen wir zu Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 ist der Drachenmeister Gaia, deutsch aus Legend of Blue Eyes White Dragon in erster Auflage. Der geht nämlich so in etwa 94 Euro. Ihr könnt natürlich auch wesentlich günstiger einen haben, dann ist er halt nicht First oder English First. Und ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Karte, eine sehr ikonische Karte aus dem ersten Set, das damals rauskam. Und ich glaube, mehr braucht man dazu auch gar nicht sagen. Bestehend aus zwei absolut ikonischen Karten, nämlich dem Drachenfluch und dem Gaia-Zornigen Ritter, ohne Effekt. Wenn jemand seine Sammlung für mittelmäßig viel Geld aufmotzen möchte, ein bisschen was in der Hand haben möchte, wo man auch ein bisschen Eindruck schinden kann vielleicht, denn solche alten Erstauflagen in so einem Zustand sind wirklich schwer zu bekommen, dann ist diese Karte natürlich ein absolutes Muss. Und das bringt uns natürlich zu Platz Nummer 1. Tja, was könnte das jetzt sein? Kleiner Tipp, es ist Ultimate Rare, es ist ein Drache, kam zu Ende der GX-Zeit in Secret Rare raus und hatte dann einen Print im Turbo Pack 1 als Ultimate Rare. Genau, es geht um den Urteilsdrachen. Ein absolutes Sahnestück. Der wurde ja wieder aufgegriffen in Code of the Duelist. Da gab es ja dann den Bestrafungsdrachen. Ist im Prinzip der Drache noch ein bisschen aufgetackelter und aufgemotzter. Ich persönlich finde den ehrlich gesagt schöner. Ich finde beide cool, aber der ist tatsächlich noch eine Runde schöner. Der hat ja dann auch einen Reprint, glaube ich, in Duelist-Saga. Wenn mich nicht alles täuscht. Bin gerade nicht sicher. Und ich glaube auch irgendwo nochmal einen normalen Ultra-Print. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. War das BLLR? Keine Ahnung. Auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Monster aus dem Turbo Pack 1 und der geht halt tatsächlich so ungefähr einen glatten 100, also 99 Euro vielleicht. Und ja, das ist natürlich so eine Art heiliger Gral der Sammler. Also fast jeder Sammler, der irgendwas auf seine Sammlung hält, hat halt einen Urteilsdrachen drin, weil die Karte einfach unglaublich ikonisch geworden ist. Ich persönlich habe diese Karte nie im Anime gesehen, habe also keinen anime-technischen Bezug zu ihr. Aber sie ist natürlich einfach auch ein bisschen das Aushängeschild einer jeden GX-Sammlung. Die Karte kommt ja aus der Endzeit dieser Serie und dementsprechend belegt sie hier Platz 1. Ja,
Das soll es gewesen sein an der Stelle. Wir sehen uns zu einer weiteren Folge, zur nächsten Folge, in der es dann darum geht, welche Karten man sich denn gönnen kann, wenn man mal so richtig in den Geldbeutel greifen will. Vergesst nicht, ich bin auch auf Instagram zu finden, nach etwas längerer Zeit mal wieder ein bisschen Werbung. Den Link zu meinem Instagram-Account findet ihr in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr über 450 Beiträge von mir bestaunen, in denen ich euch alle möglichen Karten aus meiner Sammlung zeige, einen tieferen Einblick gewähre, natürlich bei weitem noch nicht alles. Und ich bemühe mich, einmal täglich was zu bringen. Es fällt mir zurzeit ein bisschen schwer, weil ich sehr viel Stress in der Arbeit habe, also kommt auch mal nur alle zwei oder alle drei Tage im Post. Aber ich denke mal, wenn man sich das langsam durchguckt, mal Post zu Post, dann hat man sowieso genügend zu tun. So, aber jetzt, wir sehen uns zu einer weiteren Folge, beziehungsweise zur nächsten Folge, wo es dann um die, oder um 10 teure Karten geht. Und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.